Spaß zu machen. Thank you.
Das war schon den ganzen Tag hier. Hallo, Großräschen! Und die Gäste natürlich alle auch. Ich habe hier heute noch eine besondere Aufgabe. Und zwar haben wir heute noch ein Mitglied bei uns drin. Sie ist nach Münster gezogen, macht hier heute ihren letzten Auftritt bei uns in den Reihen. Und die möchte ich natürlich recht herzlich verabschieden. Ich glaube, das ist fair. Mal einen Applaus für die Anne, komm bitte nach vorne. Ja, ne, ich hab dir das, ich glaube, vom halben Jahr versprochen, damit glaube ich, hast du jetzt diesmal nicht gerechnet. Der ganze Fanfarenzug bedankt sich für deine geleistete Arbeit und wir wünschen dir weiterhin viel Glück in Münster und vielleicht, wenn du mal wieder in Neustrelitz bist, dass du doch mal in den Reihen stehst, mal mitbläst und vielleicht gibt es da auch irgendwie Fanfarenzug oder so, dass du da musikalisch vielleicht weitermachst. Jetzt kriegst du noch einen Strauß Blumen von uns. Ich bin immer so, wenn ich das Mikrofon in der Hand habe, kann ich es einfach nicht lassen. Wie ihr wisst, wir kommen aus Mecklenburg-Neustrelitz. Und ich muss mal eine ganz kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich bei meiner Oma groß geworden und musste mir dann immer Musikantenstadel angucken. Und da war so ein Japaner, der hat gejodelt. Und er hat gesagt, was ein Japaner kann, kann Mecklenburger schon lange. Ich schreie jetzt einmal frisch aufgespielt und die ganzen Zuschauer schreien dann ja. Und dann geht's los. Sollen wir mal ausprobieren, ja? Frisch aufgespielt! Ja! War ja viel zu leise, nochmal! Frisch aufgespielt! Ja! Jalala, 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 lauti! Jalala, 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 lauti! Jalala, 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 lauti! Jalala, 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 ja, das war für euch der Fanfarenzug aus Neustrelitz mit ihrem jodelnden Stabführer.
Als nächstes begrüßen wir hier den Fanfarenzug aus Dresden.